Hallo Community, willkommen zum ersten Exklusivvideo als Dankeschön, dass ihr mich subscribed habt auf Twitch oder mir eine Donation gegeben habt. Aktuelles Thema ist ja Penetration Testing, also Hacking von Web-Applikationen. Und in diesem Exklusivvideo zeige ich euch einfach, wie man hier mit dem Kali Linux, mit ein paar Tools wahnsinnig viele Informationen über seine Webseite herausfinden kann. Das ist unheimlich wichtig, dass ihr damit eure eigene Web-Applikation mal von außen analysiert. Wie anonym seid ihr? Habt ihr vielleicht es auch geschafft, falsche Informationen nach außen zu geben? Das ist natürlich besonders wertvoll. Wie das alles funktioniert und klappt, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Gut, was wir vor uns sehen, ist hackyourselffirst.com. Das ist von einem MVP-Kollegen, der hat hier eine Webseite rausgebracht, wo er gesagt hat, hier bitteschön, man darf das Ganze hacken. Er selber tut das natürlich auch, zeigen in seinen Schulungen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist ideal für uns, weil wir dann hier eine kleine Spielplattform haben, dass wir scannen dürfen. Ansonsten ist es nicht erlaubt, fremde Webseiten zu analysieren, wenn ihr nicht ausdrücklich ihre Erlaubnis habt. Bei manchen Webseiten ist es eben erlaubt, die eben hier das Ganze beibringen möchten. Gut, an allererster Stelle wollen wir ein Kali Linux haben. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Ihr könnt ein Hyper-V-Image runterladen oder für andere virtuelle Maschinen. Oder ich persönlich mag es eben sehr gerne mit Docker, weil es einfach unheimlich schnell ist und das meiste, was man da machen möchte beim Testen, funktioniert eben wunderbar von der Konsole aus. Wie können wir das Ganze bekommen? Ihr könnt hier sagen, Docker, Kali, Linux. Dann kriegen wir hier auch schon einen Link angeboten. Und hier auf der Webseite, zack, kriegt man schon die wichtigsten drei Schritte an Befehlen. Ja? Der erste ist ja hier Docker Pull Kali Linux, ja, das Image, das man sich erstmal ziehen kann und anschließend kann man es interaktiv mit dem Bash-Befehl starten. Wenn ihr allerdings dieses Image vorher nicht habt und gebt nur diesen Befehl ein, zieht er sich trotzdem das Image, okay? Ich will hier eine neue Instanz erzeugen mit euch. Ich kopiere jetzt einfach mal nur diesen Image-Namen und werde dem noch einen Name direkt geben, weil ich selber ein paar Dinge bei mir am Laufen habe. Ja, also Docker Run interaktiv, so sollte das funktionieren. Bash und vorher wollte ich ihm noch einen Namen geben. Name exclusive. So, exclusive. Close. So, jetzt wäre es auch richtig. Schau mal, ob er doppelte Bindestriche will. Das dachte ich mir doch. Also doppelte Bindestriche. Und wir sind schon drin. Ja, das erste, was wir dann natürlich machen sollten, wären diese Befehle. apt-get update braucht man grundsätzlich hier bei Linux. Und dann allgemein ist das Metasploit Framework sehr, sehr mächtig, womit man einfach verdammt viele Testing-Möglichkeiten hat, Exploits hat und. Ich übernehme es einmal, wir würden es jetzt nicht mal brauchen mit dem, was ich so zeigen möchte, aber apt-get update ist unerlässlich. Ja, deswegen starten wir das Ganze. Das dauert kurz, bis er sich hier ein Update zieht von den ganzen Paketmanager. Und das Erste, was ein Hacker macht, okay, da will er nochmal einiges runterladen, lassen wir ihn doch einfach. In der Zwischenzeit erzähle ich noch etwas. Das Erste und Wichtigste ist, bevor man überhaupt irgendwas versucht zu hacken, also auf unserer eigenen Web-App natürlich, ist so viel wie möglich Infos rauszubekommen. Selbst wenn ihr schon irgendwo einen Punkt seht, wo ihr wisst, ah ja, das ist ja hier wohl eine krasse Sicherheitslücke, das ist mir schon öfter bei anderen Web-Apps aufgefallen, wo man so Tests gemacht hat, dann erstmal auch ignorieren, ja, erstmal vollständig abarbeiten, dass man wirklich alles weiß, ja. Und erstmal von außen, ohne dass wir jetzt hier in dem Kali Linux arbeiten, also Kali Linux ist eine eigene Linux-Distribution extra zum Testen für
eigene Web-Lösungen, Netzwerke. Es ist eigentlich schlechthin das Tool für Hacker. Ja, wird zum Beispiel auch wahnsinnig oft bei Mr. Robot eingesetzt von Amazon, von der Serie, wo auch ein Hacker unterwegs ist. So, dann haben wir ja diese folgende Webseite. Und da gibt es eine schöne Webseite, die heißt hier Build With. Ja, die kann man auch hier kostenlos erstmal nutzen. Da geht auch irgendwas automatisiert, damit man sich da informieren lassen kann. Ich kopiere jetzt einfach mal die URL und schauen wir doch mal, was wir jetzt schon mal für Infos bekommen können. Naja, gut, Google Analytics ist im Einsatz, das ist nicht so interessant, aber hier ist schon mal sehr spannend. Wir sehen, es wird wohl alles mit ASP.NET gemacht worden sein. Ja, vom Design her hätte man es auch gleich denken können. Sieht ein bisschen hier so aus wie dieses Hello World. Wenn man so eine neue ASP.NET-Seite anlegt, aber krass ist, ja, wir wissen auch die Version, das ist sehr heftig, ja, das ist sehr gefährlich. Version, und das ist nicht mal Core, also keine neueste Version, das ist ja schon mal sehr, sehr kritisch. Dann, ja, Mobile-Ansicht, dann haben wir hier ein paar JavaScript-Libraries, klassisch jQuery, da merkt man, das war wieder so ein ASP.NET-Template. Ja, DNS Simple. U-Statistik, okay, das Ganze wird gehostet auf Azure. Okay, das kann übrigens zusätzlich unterstützen. Ja, wenn dann Load Balancer mal explizit aktiv ist, wenn man mehrere Instanzen hat, dann kann das auch helfen. Es wird ein SSL-Zertifikat benutzt. Naja, aber ich sehe nicht, dass er da drauf wäre. Ja, das schaut nämlich nicht sicher aus. Und wir haben IIS 10. Ja, also ihr seht schon, wir können jetzt schon wahnsinnig viele Infos darüber hinauskriegen. Und das ist sowas von wichtig. Ja, die sammelt man sich. So, in der Zwischenzeit sollte eigentlich unser Kali Linux auch soweit sein. Ja, natürlich, er will ja da nochmal ordentlich etwas herunterladen. Das ist natürlich das Wichtigste. Dann haben wir natürlich auch noch mehrere Tools, die wir jetzt gleich einsetzen werden. Und zwar werden wir gleich Nmap sehen. Gut, ich werde mal kurz, das ist ja eine Aufnahme, ich werde das jetzt mal kurz schneiden und wenn das hier fertig ist, schauen wir uns den Rest an. Okay, hier sind wir wieder. Es hat jetzt alles geupdatet, erstmal standardmäßig. Das heißt, man kann jetzt ohne Probleme fehlende Dinge installieren. Und das ist der erste wichtige Schritt, was wir einrichten. Und zwar möchten wir, wenn wir so eine Webseite von uns selber analysieren, wollen wir das Ganze auch anonym machen können. Wie können wir denn überhaupt anonym Tests ausführen? Das kann für uns relevant sein, wenn wir halt eben mit unserer Firewall oder irgendwelchen Tools bei bestimmten Verhalten das eben ermitteln möchten, wenn etwas nicht aus unserem eigenen IP-Netzwerk kommt, dass das dann sofort geblockt wird bei solchen Tests etc. Ja, also wie schon gesagt, nicht für illegale Zwecke einsetzen. Das ist wichtig. Das erste, was wir brauchen, heißt Proxy Chains. Das ist ein wahnsinnig cooles Tool, womit man das machen kann. Und ja, dem kann man mitteilen, was er denn für ein Proxy hernehmen soll. Und eigentlich gibt es in dem Fall nichts Besseres wie Tor. Tor ist ein ganz berühmter Browser. Das heißt, der basiert eigentlich auf Firefox, ist aber eben aufgebohrt zum Thema Security. Da ist also alles verändert und manipuliert, was einem verraten könnte. Am besten ist, wenn ich jetzt gut Build-It, wenn man das so öffnet, das ist jetzt nicht eigentlich wirklich schlimm oder auch so, wenn man die Website normal öffnet. Aber das Beste ist eigentlich, dass wenn man halt eben auch so auf die Website unter bestimmten Pfaden geht, die jetzt gerade nicht ideal sind, dann will man erkennen, okay, kommt das jetzt von einer fremden IP-Adresse? Und Tor findet ihr einfach auf Google, könnt ihr sofort herunterladen und starten. Da ist übrigens ja auch möglich, mit Tor in das Dark Web zu kommen. Wir wollen aber nicht ins Dark Web, wir wollen einfach nur anonym sein. Ich habe das Ganze bei mir schon installiert. Ich starte jetzt das gute Stück. Ja, da öffnet er sich auch schon. Und übrigens auch, wenn ihr den Browser wieder schließt, das ist wie also ein Private Mode. Also der löscht danach alles wieder. Es dauert ein bisschen, bis er startet, weil er eben über vier, fünf Knoten verteilt auf der Welt sich jetzt verbunden hat. Es kann auch sein, wenn ihr auf Google geht und irgendwas möchtet, sagt Google, ey, Moment mal, unter ihrer IP-Adresse kriegen wir echt krass viel Traffic. Wir erlauben jetzt den Zugriff nicht. Und dann muss man einfach hier draufklicken und sagen,
Ja, ich will eine neue Identität. Nein. Wenn man jetzt hier auf den Tor-Browser klickt, Seiteninformationen, jetzt sehe ich es gerade nicht, auf wie vielen Servern das gerade passiert. Ja, ich kann jetzt mal machen. Und zwar gibt es ja hier dns-leaktest.com. Können wir mal uns versuchen, unsere IP zu ermitteln. Okay, hello from, ja, das Land, wo ich herkomme, hat jetzt hier nicht gecheckt. Moment, hier muss man drauf, genau, seht ihr das? Deutschland, da liege ich, das dürfte dieser Browser. Okay, das geht also hier jetzt diesmal direkt über United Kingdom, dann über Ni die Niederlande und dann irgendwo Deutschland, ja. Machen wir mal einen Extended Test. Ich kann das Ganze natürlich jetzt auch mal bei mir ausführen. Ja, das ist also jetzt nicht über irgendein Proxy. Ah, Moment, Results wollte ich noch nicht haben. Genau, jetzt sagt er Hallo von Nürnberg, Germany. Das ist also 245. Das Ende meiner IP-Adresse. Den Rest, den tue ich einfach mal raushaken, weil man über eine IP-Adresse wahnsinnig viel sonst herausfinden kann. So. Aber ihr seht, wir haben hier keine Chance. Das Höchste, was er hier rausfindet, ist, dass wir hier irgendwie aus den Niederlanden sind. Ja, also dieses Webtool hat nicht unsere wahre Identität herausfinden können. Ja, gehen wir dann nochmal zurück. Also der hat nicht die Ente-Adresse von mir. Also damit kann man natürlich schön auf die Webseiten dann gehen und irgendwelche Verzeichnisse ausprobieren. Aber wir haben ja die Erlaubnis. So, wie kann man jetzt das Ganze hier installieren in Kali Linux, und zwar apt-install Tor. Okay, und jetzt wird wirklich nur der Proxy von Tor heruntergeladen und installiert. Es ist nicht wirklich der Browser hier erstmal verfügbar. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt die GUI-Variante nehme, ob das dann auch schon da wäre. Ich weiß es einfach nicht. Müsste man extra nochmal checken. Aber es gibt im Netz so viele Anleitungen, wie man sich die Dinge installieren kann. So, was wir jetzt brauchen, ist dann noch apt-install proxy chains. Ja, so heißt das Tool. Und egal welches Tool man später startet und man etwas operieren möchte, anonym, muss man einfach nur proxy chains davor schreiben und der startet dann die nächste Applikation geschützt. Eben in Tor-Proxy. Aber damit er auch Tor und alles sauber benutzt, wollen wir das Ganze auch editieren, die Config jetzt von Proxy-Chains. Und dann gehen wir hier auf Nano, etc. Proxy-Chains-Conf. Nano habe ich auch noch nicht drauf. Apt-Install, ja, ist ja alles jungfräulich jetzt. Ja, das ist ja mit Absicht. Falls ihr das nämlich euch auch frisch eingerichtet habt, habt ihr das nämlich ja auch nicht. Nano ist nämlich ein Editor unter Linux, damit wir das Ganze hier schön bearbeiten können. So, aber jetzt, ja, so, das ist die Config-File. Alles mit einem Rautezeichen ist nun mal auskommentiert. Und was wir brauchen, ist Dynamic Change. Ja, das heißt, wenn irgendwo eine Connection kaputt geht, dann soll er automatisch über Tor nach einer neuen Möglichkeit suchen. Ja, eine strikte Geschichte, die wollen wir nicht. Das müssen wir dann auskommentieren mit einem Rautezeichen. Das ist eigentlich der einzig wichtige Schritt, weil am Ende hat er hier schließlich schon eine Konfiguration, wenn es über Tor gehen soll. Default Set to Tor. Wir können noch SOX 5 aktivieren. Da machen wir auch 127.0.0.1 und auch den gleichen Port. Oben sieht man übrigens ja auch nochmal, was man hier für eigene Proxys nochmal hinterlegen kann, falls ihr irgendwie doch etwas bevorzugter nutzen möchtet. So, ja, und jetzt können wir ja mal schauen. Ja, ich mache jetzt ein Request und zwar war das nämlich cat ifconfig. Ja, ifconfig ist ja eigentlich unter Linux, dass man seine lokale IP-Adresse da abfragen kann. Aber das ist jetzt eine Website und mit cat curl. Mit curl kann ich nämlich eine Website-Aufruf machen. Ifconfig.me. Okay, seht ihr, da ist das Ergebnis. Das ist meine IP-Adresse. Auch hier werde ich wieder den Anfang aber rausschneiden. Und jetzt mache ich nämlich Folgendes. So.
Proxy Chains Cool Curl if config me. Ach ja, ha, Timeout, das funktioniert nicht. Ich habe nämlich noch was vergessen. Service Tor Status, ja, der ist eigentlich noch aus. Seht ihr? Gibt es nicht. Also müssen wir Tor erstmal vorher starten. Jetzt können wir nämlich Proxy Chains Curl öffnen. Ja, denied. Oh oh. Ja, vielleicht braucht er gerade nur ein bisschen. Na, Vorführeffekt. Ah, so, jetzt kriege ich gerade hier. Jetzt haben wir ein Okay gekriegt am Schluss. Okay, vielleicht hat der Dienst erstmal im Hintergrund gebraucht, um eine ordentliche Adresse zu finden. Aber hier sieht man schon, der sagt jetzt, das wäre meine IP-Adresse. Okay, also dann einfach ein bisschen warten, wenn man den Dienst startet. Okay, jetzt sagt er immer noch denied. Das wundert mich. Ah, nee. Moment mal. Dazwischen ist ja mal was gekommen. 21. Okay. Also ihr seht, das Ganze wurde verschleiert. Man kann natürlich jetzt was über diese IP-Adresse hier rausfinden. Und zwar, ja, müssen wir jetzt nicht raussuchen, aber das ist mit Sicherheit eben nicht hier in meiner Nähe. Das ist also weit, weit weg. Und jedes Programm und Tool, was wir so kennenlernen werden, kann man einfach mit Proxy Chains vorher ausführen und dann ist man da anonym. So, das erste, was wir dazu anschauen möchten, ist natürlich Nmap. Ja, das ist natürlich einer der besten Port-Scanner, der ja auch schon in Matrix zu sehen ist im Film, ja, wobei man da nur den Source Code sieht, der irgendwo auf dem Bildschirm geöffnet ist, aber unabhängig davon ist es ein wahnsinnig guter Portscanner und auch einfach macht dann schönen Fingerprinting vom Server, um was es da geht. Ich mache jetzt nur mal eine einfache Abfrage, dann geht die eigentlich auch sehr zügig. Und zwar Nmap, und zwar die einfache Abfrage war, genau, ich muss mir immer meine Parameter raussuchen, SV und unter Nmap Help, ja, kann man also wirklich nochmal natürlich alles sehen, wie man das einstellen kann. Ich möchte nicht auf alle Optionen eingehen. Ich will nur mal kurz vorstellen, was es für Tools gibt und wofür die gut sind. Das ist die Kurzschreibvariante. Ich werde dann auch den Rest gleich einblenden. Ein Nachteil ist, Nmap braucht eher aber die IP-Adresse von dem Webserver. Ich kann jetzt leider nicht direkt die Domain reinschreiben. Ein kleiner Fail, aber gut. Wenn man jetzt mal nachschaut, nach NSLookup, und die Webseite hieß ja hier hackyourselffirst.com. Zack. Kann es passieren, dass ihr hier einfach keine IP bekommt. Das schaut natürlich blöd aus. Ne? Schauen wir mal hier. Ping. Ping lässt er auch nicht zu. Ja, es kann nämlich sein, gerade auf Azure, wenn das Ganze ja läuft, was wir ja eigentlich vorher schon gesehen haben, da muss man anders rangehen. Und zwar gibt es aber da auch wieder tolle Webseiten, wenn ihr sagt IP-URL-Resolver. Da gibt es ganz viele Webseiten. Hier nehmen wir mal ip-info.info. Ja. So, und dann schauen wir doch mal nach, was so die IP-Adresse ist. Und zack, haben wir sie gekriegt mit einem DNS-Lookup hier. Hat das geklappt. Ich kopiere mir die IP. Ja, natürlich kriegt man hier gleich auch noch mal ganz viele schöne Infos raus. Wo hat er denn seinen Standort ausgewählt, etc. Ja, und jetzt kann man das gute Stück hier schon mal starten. Das dauert immer mit den Tools. Deswegen schauen wir uns doch einfach gleich mal dann die nächste Variante an. Die braucht auch etwas. Deswegen am besten machen das gleich. So, Docker Execute, interaktiv. Und das ist halt das Schöne, ja, mit Docker. Und wenn man da mit Kali arbeitet, man kann halt jedes Mal einfach hier eine neue Bash-Instanz öffnen. So, wo haben wir es denn? Exclusive seid ihr. Das ist der erste Eintrag. 44C Bash. So, und jetzt befinden wir uns wieder in Kali. Und den nächsten Befehl oder das nächste Tool, was wir uns anschauen, heißt Nikto. Nikto. Ja, schauen wir mal, ob es schon installiert ist. Nein, müssen wir natürlich auch nochmal installieren. Nikto. Was ziemlich cool ist an Nikto, er schaut nach Sicherheitslücken von eurem Server, also ein Web-App-Security-Scanner und der macht wahnsinnig viel. Erstmal, der gibt euch auch viele Infos, wo irgendwas gerade nicht so schön ist. Und was besonders cool ist, der hat auch ein Pfad
Finder. Das heißt, er hat eine Datenbank intern von den bekanntesten Pfaden, die in irgendwelchen Frameworks und Tools benutzt werden und die Sicherheitsprobleme bringen, etc. Also der scannt einfach auch nochmal wild durch, daher sehr, sehr praktisch. Den kann man allerdings die Domain direkt geben. So, Nikto ist installiert. Nikto möchte mit dem Bindestrich H den Hostnamen und hier kann ich direkt die URL auch angeben. Mit Bindestrich P kann ich noch einen Port mitgeben, aber das reicht hier vollkommen aus. Und der braucht hier übrigens auch etwas. Ja, wenn ich das jetzt anonym machen würde wollen, könnte ich hier wieder Proxy Chains davor schreiben. Machen wir jetzt aber nicht, weil das nochmal langsamer ist. Ja, der jagt jetzt um mehrere tausend Requests auf den Server, um ihn zu analysieren. Ja, dasselbe macht ja eigentlich Nmap auch. Schauen wir mal, Nmap ist schon fertig. Ich habe ja die kürzere Schreibweise genommen und wir sehen, wir haben zwei offene Ports. Das Ganze läuft auf Windows Server. Gut, anders hätte man es ja nicht erwartet, fast schon in der Cloud, oder? IIS 10. Es sind jetzt nicht die neuesten Infos, okay? Das haben wir ja eigentlich schon mit Build-It erfahren. Das Gute ist aber bei Nmap, selbst wenn man versucht, Ports zu fälschen, kriegt er das wahnsinnig gut raus. In der Regel. Okay? Damit ihr euch das abschreiben könnt, ich werde ihn nicht ausführen, der braucht ultra lang. Es gibt noch einen Befehl mit nmap. Hier. Ja, damit nimmt er das alles brutalst auseinander. Ob er nicht noch irgendwo irgendwas finden kann, ja, da musste man nur noch die IP am Schluss schreiben. Und dann. Wie schon gesagt, dauert es ultra lang, aber dann kann er wirklich vielleicht nochmal irgendwelche Sicherheitslücken finden oder Informationen, die für uns relevant sind. So, wie schon gesagt, führe ich jetzt nicht aus. Ich mache jetzt mal Enter, Steuerung C. So. Hier drüben arbeitet er schon und hier kriegen wir auch wahnsinnig schöne Informationen raus. Auch hier sehen wir, dass es IIS 10 ist. Wir haben ASP.NET in Version 4.0 und dann hier auch nochmal die exakte Nummer am Schluss. Das ist ja Wahnsinn. Was haben wir noch? Dann zeigt er schon mal jetzt ein paar Sicherheitslücken an. Oh, guckt euch das an. Er sagt, in der Robots.txt, die hat er sich angeschaut, steht drinne, dass Google, die Crawler davon, nicht diese Pfade aufsuchen dürfen. Naja, das ist doch gerade interessant für uns, oder? Für unsere Website. Dass man das ja nicht sehen darf. So, oh, was hat er denn noch gefunden? Backup Zip, Potentially Interesting Archive, ist auch gefunden worden. Ja, schaut mal an, was der schon hier alles so findet. Also, ich kann jetzt hier mal slash Secret Admin eingeben. Gut, das sagt er noch Access Denied, aber es ist ja schon mal eben, wie schon gesagt, man soll alle Infos erstmal sammeln. Das kann natürlich wahnsinnig interessant sein. Viele haben nämlich für den Admin-Bereich nochmal ein eigenes Login, weil sie das irgendwie alles gemeinsam veröffentlichen, was immer eigentlich sehr schlimm ist. Hier funktioniert das. Und ja, anscheinend gibt es hier eine ganze Backup-Zip. Das heißt, die ganze Web-Applikation ist da wahrscheinlich dahinterliegend. Ja. Ja, geht auch zum Herunterladen. Okay. Wir werden es jetzt nicht öffnen und entpacken. Da ist irgendwie eine Textdatei drin, die irgendwie um die X an Megabyte hat und da wird einfach nur gesagt, hier könnte was drinnen liegen an Backups. Tatsächlich gibt es das immer wieder, dass es solche Probleme gibt. So, Help! Directory should not be accessible. Ja, also der hat hier wohl halt noch herausgefunden, dass wir hier ein Help-Pfad haben. Und guckt euch das an. Wir kommen auf einmal zu einer API-Dokumentation. Das ist natürlich ultra tödlich, weil es können API-Befehle drin sein, die man über die Website öffentlich ja gar nicht wahrnimmt und auch potenziell unsicher werden. Ja, ist auch nicht schön. Also, ihr seht schon, das dauert übrigens auch ultra lange. Ja, wir werden am Schluss sehen, wie viel tausend Requests hier im Hintergrund eigentlich gestellt werden. Deswegen schauen wir uns einfach da in der Zwischenzeit das nächste Thema an. Gut, genau. Wir wollen Sublister mal anschauen. Sublist R. Ja, ist natürlich auch nicht installiert. So, apt install. Und eigentlich macht Sublister nichts anderes, dass er über unterschiedliche Quellen herausfindet, was wir alles für Subdomains zum Beispiel haben. Ja, es kann ja sein, dass wir hier wie heißt jetzt hier, admin.hackyourselffirst.com hätten. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich sein, weil wir jetzt hier schon so einen Pfad haben. Oder vielleicht gibt es auch ein Webmail, hackyourselffirst.com.
Und mit den gleichen Accounts, wenn die mal gehackt werden würden, könnte man auch die E-Mails lesen oder egal. Wir müssen einfach so viel wie möglich Infos sammeln. Und sowas ist wichtig. Wir müssen wissen, gibt es das? Ja, gibt es hier Subdirectories? Das heißt, man startet Sublister. Sublister will mit Bindestrich D die Domain bekommen. Die kriegt er auch. Und man sieht eigentlich dann auch schon, wie er schön arbeitet. Er hat hier, so, was habe ich falsch gemacht? D Domain. Please enter a valid Domain. Ja, Slash am Schluss noch. Ne? Nein. Sag mal, was willst du dann? Ach so, du willst ein www-Punkt. Nein, du willst es ohne HTTP. Bist du dann glücklich? Jetzt. Naja, gut. Man sieht schon, Apple nutzt Baidu, Yahoo, Google, Bing, Ask, Netcraft, DNS, Dumpster, Virus Total, also der nimmt die und er schaut sich SSL-Zertifikate an. Aber er hat nichts gefunden. Ja, was mich wundert, www müsste man eigentlich weglassen können. Ja, ihn hat das HTTP gestört. Weil www ist ja auch eine Subdomain. Und die müsste uns ja wenigstens auflisten, wenn nichts anderes da wäre. Vielleicht findet man noch was. Geht eigentlich recht zügig. Nein, er hat tatsächlich nur eins gefunden, ja, www. So, okay. Wie schaut es hier aus in der Zwischenzeit? Es ist nichts Neues da. Dann scannt er noch wie ein Verrückter. Also, wir hätten jetzt echt die Infos, aus welche Web-Applikationsversion läuft da mit ASP.NET 4, IIS 10, das Ganze läuft auf Azure. Wir haben jetzt schon ein Backup runterladen können. Wir haben bestimmte Pfade gesehen zu einem Admin-Bereich, die zwar natürlich noch nicht direkt zugänglich sind, aber man weiß, wo da was ist. Eine API-Dokumentation haben wir gefunden. Subdomains sind keine dabei. Also man merkt schon, wie wichtig das ist, erstmal diese Infos zu sammeln. Und wir können jetzt auch noch mal schauen, was es noch für Scanner-Tools gibt, die nach Directories gucken. Eins, was bei Kali Linux von Standard her dabei ist, heißt dirb. Okay, ist doch nicht direkt installiert, aber ich installiere es jetzt. App-Install dirb, weil da ist eine Wordliste dabei. Findet man natürlich genügend im Netz trotzdem, aber verwende ich, ist aber sehr langsam. dirb ist sehr, sehr langsam. So, weiß ich gar nicht mehr, sogar direkt, doch da unten steht ja, ja, dirb und dann gibt man die URL an. Das machen wir doch gleich. Nein, falscher Browser. So, dirb. Okay. Ja, jetzt scannt er die Seite und man sieht jetzt schon, jetzt hat er selber seine Liste an Pfaden, was er versucht aufzulösen und schaut euch an, wie langsam das ist. Ich meine, man kann denen jetzt auch nicht mehrere Threads geben. Schauen wir nochmal nach. Haben sie da nochmal irgendwas sichtbar? Man kann natürlich auch andere Wordlisten hernehmen, aber der hat natürlich selber auch eine. Nein, ich sehe nicht, dass wir die Möglichkeit haben, mehrere Threads zu verwenden. Also auch in der Community ist bekannt, dass er eigentlich total langsam ist. Aber die Wordliste haben wir jetzt automatisch. Was besonders schnell ist und beliebt ist, ist GoBuster. Gibt auch ein Dirbuster, aber GoBuster ist so der neueste, heißeste Scheiß. Ja, apt-install GoBuster. Ja, normalerweise, wie schon gesagt, gibt es auch noch das Dirbuster, weil man wieder Directories, Pfade, URL-Dinge auflösen. Aber gut, apt-install GoBuster. So, GoBuster. Und der hat unterschiedliche Varianten, was er da so einem raussuchen kann. Directory, File Brute Forcing, Subdomains schaut er auch nochmal nach. Und so weiter und so fort. Ja, und standardmäßig nimmt der, glaube ich, 16 Threads oder irgendwas. Aber egal, das ist jetzt wurscht. Wir machen jetzt folgendes: GoBuster. Dir. Und jetzt muss man U für URL, Bindestrich W für den Pfad, wo die Wordlist steckt. Und die stand doch hier oben sogar irgendwo. Oh nein, jetzt bin ich da raus. Okay. Bist du schon fertig? Nein, dann hätte ich da weiterschauen können. Ach, machen wir doch noch eine Docker-Instanz. Ich habe nämlich keinen Bock, das nochmal
zu starten, Docker, Execute, interaktiv, Exclusive 44C Bash, CD User, User, CD Share, so CD DB und da haben wir CD Wordlists und dann gibt es hier die Common, upsala, LS, Common TXT, genau. Ja, diesen Pfad brauche ich, also kopiere ich ihn mir doch direkt. Ja, und dann Common TXT. So, und der macht das jetzt mit einer Ultrageschwindigkeit. Und überall, wo er jetzt dann gleich eine, hier sieht man auch, also die Wordlist hat 4615 Einträge. Und wir haben gerade bei DB gesehen, wie langsam der eigentlich immer eins vorgelesen hat, da könnt ihr echt ewig warten. Wie viele Threads hat er hier automatisch? Stand es nicht auch irgendwo 10? Ja. So, also wir haben schon mal zwei Seiten gefunden, aber mit 301. Das wäre Content. Fafi-Icon wurde gefunden, ja, nicht jetzt so sensationell. Help, help. Ja, hatten wir Help nicht sogar hier schon mit Nicto herausgefunden, genau. Images, aber Image ist auch nicht direkt, okay. Home ist mit 200 bestückt, da können wir also direkt zugreifen. Das ist halt auch nochmal gut, ja, dass man seine eigene Web-Applikation anguckt und vielleicht merkt man auch, oh, da ist ein Pfad drinne, den darf man ja eigentlich gar nicht ohne Berechtigung aufrufen, ja. Auch Robots Text ist ja sehr gefährlich, haben wir jetzt vorhin schon mitgekriegt. Redirect Properties. Aha, ja gut, ist gesperrt. Ja, jetzt sind wir gleich durch. Durch, ja, also so kann man natürlich auch noch mal einiges rausfinden. Dann, jetzt haben wir einfach so eine Standard-Wordlist benutzt, ja. Mit Sicherheit gibt es dann noch im Netz umfangreichere, stärkere. Ihr seht schon, Nicto braucht wirklich sehr lange. Ja, deswegen habe ich es auch nicht mit Proxy-Chains gestartet. Das ist echt brutal. Und das war's eigentlich von den Tools. Was haben wir jetzt eigentlich genau gelernt und mitbekommen? Also erstmal, Kali Linux ist das Tool schlechthin hier für so Analyse-Sachen. Da gibt es einfach immer alles, was man braucht. Oder man kann es halt hier direkt dann installieren, was fehlt. Ja, also Kali Linux ist unerlässlich als Tool. Dann haben wir gesehen, wie man jetzt mit einem Browser anonym surfen kann, mit dem Tor-Browser. Dann gibt es Tor auch als Service, den sollte man sich erstmal installieren. Und mit Proxy-Chains kann man Prozesse starten, die dann eben über diesen Tor-Prozess laufen. Und so kann man bei sich selber im Netzwerk beobachten, wenn irgendwo von außen krasse Dinge abgehen, dass man dem abwenden kann, weil das eigene Netzwerk, das soll ja eigentlich schon offen sein, dass er hier mit so Scanner-Tools arbeiten kann. Dann haben wir gesehen, mit Nmap können wir vieles herausfinden. Buildwith.com, Nicto tut nochmal nach Sicherheitslücken suchen, der ist ja sogar immer noch beschäftigt. Ja, das haben wir kennengelernt. Dann hilft auch Nicto, hier Pfade zu finden. Normalerweise auch bei Nmap, dass was gefunden werden kann. Aber das ist nicht jetzt so die Hauptspezialität davon, ist halt eben einfacher Portscanner. GoBuster ist das Tool, um nochmal Pfade ermitteln zu können, wahnsinnig schnell. Und mit Sublister können wir auch noch Subdomains scannen. Ja, das sind die Top-Tools, die einem helfen, so viel wie möglich Infos erstmal über einen Server zu sammeln. Gut, ja, vielleicht habt ihr sogar irgendwelche Tools, die ihr noch mehr bevorzugt. Wenn das Video hier später mal auf YouTube kommt, das kommt erst deutlich in einer späteren Zeit, weil es ja ein Exklusivvideo als Dankeschön für eure Donations oder fürs Subscriben. Aber ja, dann schreibt es in die Kommentare, abonniert mich, lasst einen Daumen oben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.